Carla, wenn du heute an Schulen bist und mit den Schülerinnen drüber redest, mich würde interessieren, wie war denn Schulzeit für die Carla in Zeiten vom Krieg, in Zeiten von der Diktatur? Da muss ich sagen, also bei Kriegsbeginn waren alle jungen Lehrer sofort eingezogen. Und Lehrerinnen gab es fast keine. Mich hat dann ein Schüler mal gefragt, hat er gesagt, muss man im Krieg auch in die Schule gehen? Das war eine gute Frage. Dann habe ich das erzählt. Lehrer, das habe ich Jahre später erst erfahren, wenn Lehrerinnen heirateten, mussten sie den Schuldienst quittieren. Mhm. So, die Lehrer, wir hatten an der Waldhofschule nur zwei Lehrerinnen, waren die Handarbeitslehrerin. Junge Lehrer waren weg, dann wurden die alten Pensionierten geholt. Ich kann euch sagen, die Eltern von heute gingen auf die Barrikaden mit so Lehrern. Mhm. Auf der Mädchenseite gab es noch zwei so alte Lehrer, der Lehrer Ziegler, der Lehrer Filzinger. Und jeder war für ein paar Klassen zuständig. Der Filzinger, unsere, ein überzeugter Nationalsozialist, der ist also nur in der SA-Uniform noch in Schule gekommen. Rechte, Schreiben, Lesen, mehr war nicht drin für ein paar Klassen. In der Uniform? In der Uniform, ja. SA-Uniform. Mhm. Unseren Geschichtsunterricht war jeden Morgen der Wehrmachtsbericht. Der kam ins Zimmer, schrie Heil Hitler und hat uns dann erzählt, wo unsere siegreichen Truppen vorgedrungen waren und was sie erobert haben. Nur von den vielen Toten, da hat er nicht etwas erzählt. Also in einem Krieg geht ganz, ganz viel Schulbildung verloren. Da machen sich auch wenige Leute Gedanken drüber. Ich habe mir zum Beispiel später dann mal überlegt, wir haben ja dann waren Bubenklasse. Keiner von den Buben, die bei uns waren, ist keiner Akademiker geworden. Hm. Von unserer ganzen Klasse hat niemand was studieren können. Das war nicht möglich. Wir sind 44 aus der Schule gekommen. Da waren noch die Fliegerangriffe. Und da habe die halt, ich war Jahrgang 29, die vom Jahrgang 28 sind noch geholt worden, die Buben. Die haben Stanzen wie so ein Gräber. Also ein Krieg ist für alle, egal für wen, ein Krieg ist es. Jeder Mensch weiß, dass ein Krieg zum Schlimmsten gehört, was über ein Land kommen kann. Aber wie schlimm ein Krieg wirklich ist, das wissen wirklich nur die, die ihn erlebt haben. Hm.